Ja, ich weiß nicht, ob Sie mich erkannt haben. Ich bin der Quotenkanacke. Die Sendeleitung hat gedacht, wenn wir schon eine Schwuchtel moderieren lassen, können wir einen Kanacken auch mit reinnehmen. Obwohl, ich bin gar nicht mehr. Ich war's. Mein Name ist Serdar Somuncu, ist ein Relikt der Vergangenheit. Ich war Türke. Das sage ich hier offen. Jetzt bin ich Deutsch. Ich habe schon früh gemerkt, dass ich im falschen Körper auf die Welt gekommen bin. Innerlich war ich immer schon Deutsch, äußerlich Türke. Naja, da habe ich beschlossen, ich mache eine Nationalitätsumwandlung. Bin zu den anonymen Deutschen, wo ich zusammen mit oberschlesischen Schäferhunden über das Wesen des Deutschen an sich philosophiert habe und der Gesprächsleiter, der Viktor Schmanko hieß und zugleich Ergotherapeut und Pornofilmregisseur war, das ist so üblich in diesen Kreisen, der hat gefragt, woran merken Sie, dass Sie Deutsch sind? Woran merken Sie, dass Sie Deutsch sind? Ich weiß nicht, woran man es merkt. Vielleicht an dieser Fahnenwurst der Vergilbten, die noch in ihrem Auto, an ihrem Auto, um ihr Auto herumflattert. Ja? Sie sind ja Weltmeister der Herzen. So ein Scheiß. Ja? Das waren die Türken vor Ihnen. Da hat sich niemand drum gekümmert. Und Sie haben sich den Titel selbst verliehen. Das macht man nicht. Eigenlob stinkt. Ja, hätten die anderen gesagt, hey, bei euch war es cool, ihr seid Weltmeister der Herzen. Dann, aber nein, Sie, ich weiß, okay, ich merke, Fußball ist empfindlich. Ja. Ich möchte da nicht allzu lang drauf rumhacken. Ich bin dann zu einem Arzt gegangen, habe eine Hormontherapie gemacht, um noch deutscher zu werden, Bier und Sauerkraut zu mir genommen, weil ich es nicht vertragen habe in Zäpfchenform, bis mir so deutsche Titten gewachsen sind, ja, so Biertitten. Und da hat der Arzt gesagt, jetzt sind Sie deutsch. Und jetzt bin ich's, voll integriert, Leitkultur gestählt, ausgezeichnet mit dem goldenen Edmund-Stoiber-Siegel für angepasste Kanaken. Ja? Und ich bin so deutsch, ich laufe nachts mit dem Lineal auf die Autobahn und messe, ob der Abstand zwischen den weißen Streifen gleichbleibend groß ist. Schluss! Schluss! Pass auf! Sie klatschen mir meine Zeit weg. Der Kanake soll nicht denken, der darf hier frei reden. Klatsch mal ein bisschen länger! Und wissen Sie, als erstes habe ich gemerkt, ja, als ich deutsch wurde, ich habe sowas von Hass auf Ausländer bekommen, ja. Türken, Islamisten, Mohammedaner, Kaftanträger, Afghanen, ich weiß ja nicht. Die sind ja so empfindlich, die erklären immer sofort einen Dschihad. Wir sind beleidigt. Ja, und sagen aber, wenn sie mit dem Flieger in irgendwelche Hochhäuser fliegen, wir haben uns verflogen, wir wollten gleich zwischendurch fliegen. Ja. Ich habe sowas von, also besonders diese Mädchen, deren Mütter 40, 50 Jahre gekämpft haben, um das Kopftuch nicht mehr tragen zu müssen, die heute sagen, ich fühle mich freier, wenn ich ein Kopftuch trage. Die machen mich sowas von sauer. Sag, woher hast du diesen Scheiß? Und steht im Koran. Im Koran steht sowas nicht drin. Ja, das erzählen die ihnen. Ihnen Deutschen in ihrer Übertoleranz, das ist ja so eine Art Kompensat für ihr Schuldgefühl, denen sagen die das. Ja, die sagen, wir wollen hier ein Minarett haben, 100 Meter. Ja, aber dabei brauchen die das gar nicht zu beten, die brauchen nur einen Teppich dafür, können auch zu Hause. Ja. Sie merken schon, ich verarsche Sie ein bisschen. Ja? Sie überlegen, können wir jetzt klatschen, nachher sind wir Nazis. Das ist die Falle! Passen Sie bloß auf! Nachher sage ich noch das, was Sie denken.